Gäste, unseren Oberbürgermeister Burkhard Maß-Weiß aus Remscheid, auf den wir auch in Wuppertal verdammt stolz sind, und für seine hervorragende Arbeit danken, lieber Burkhard. Kurzarbeitergeld, Kinderbonus, Konjunkturpaket, Förderung von Selbstständigen, Endgeräte, Ausstattung von allen Schülerinnen und Schülern, Überbrückungshilfen, Einführung der Grundrente ab 2021, starke Familiengesetz, gute Kita-Gesetz, Entlastung bei Pflegekosten, höheres Wohngeld, Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie, Nachunternehmerhaftung in der Paketbranche, die endlich geplante Einführung eines Lieferkettengesetzes sind nur ein Teil der sozialdemokratischen Antwort und der Bilanz, die unsere Bundestagsfraktion geliefert hat, liebe Genossinnen und Genossen. Ich finde, das ist beeindruckend. Gut, dann kommen wir zur Geschäftsordnung. Das ist nochmal für euch auch die gelbe, falls ihr das nochmal nachlesen wollt. Wichtig, haben wir auch fett gemacht, ist der Punkt 7. Die Frist zur Einreichung von Personalvorschlägen endet heute um 11.30 Uhr. Also sollte sich noch jemand berufen fühlen, zu sagen, ich möchte hier aber auch vorsprechen und für den Wahlkreis 103 kandidieren, dann wäre das noch möglich. Circa exakt 15 Minuten. Nach Abschluss der Vorstellungsreden gibt es Gelegenheit zu einer Absprache. Und was? Was habe ich gesagt? Alles klar. Aufsprache. Liebe Leute, eine Aufsprache. Jeder weiß, was ich meine. Okay. Wunderbar. Wir fangen jetzt erstmal an mit der Vorstellung. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das in der namentlichen Reihenfolge machen. Ich kann noch anfangen. Andreas, bitte. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ihr Lieben. Schon mein Großvater war Sozialdemokrat und Gewerkschafter. Die Sozialdemokratie war mir so ein Stück weit genetisch in die Wiege gelegt. Und dennoch erfolgte meine Mitgliedschaft erst vor 17 Jahren. Überzeugt von der SPD war ich schon immer. Und dann hat Harald mich angesprochen, unser jetziger Bezirksbürgermeister. Übrigens ein Beleg dafür, dass wir mit persönlicher Ansprache jeden Tag Genossinnen und Genossen für uns gewinnen können. Heute so viel zu meiner Geschichte. Die längere Version kennt ihr aus den Vorstellungsrunden und auch meine erste Themenliste. Meinen Fokus auf die Industrie und besonders die Automotive-Industrie. Sie ist einer unserer wichtigsten Zukunftsmotoren im Bergischen. Es geht um Arbeitsplätze mit Zukunft, um klimafreundliche Energieversorgung und Mobilitätsentwicklung, um Resilienz gegen feindliche Übernahmen. Weiter meinen Fokus auf die unbedingte und direkte Schaffung von Bildungsgerechtigkeit. Das Einkommen darf nicht länger über die Teilhabe und damit Bildungschancen entscheiden. Diese Spaltung muss dringend behoben werden. Dritter Punkt, die Sozialversicherungspflicht für Selbstständige. Eine sozialdemokratische Aufgabe und ein ökonomisch notwendiger Schritt. Wir brauchen dringend diesen Lückenschluss in unserem Solidarsystem. Hier müssen 4,6 Millionen Selbstständige in die Pflicht genommen werden, von den Reichsten bis zu den Geringverdienenden. Die aktuelle Krise hat hier nochmal ein Brennglas draufgehalten. Nur so können wir uns in der Zukunft einen sozial gerechten und starken Staat leisten. Es ist unsere Verantwortung als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, das Leben der Menschen besser zu machen. Ich bitte um euer Vertrauen. Glück auf, Freundschaft! Stefanie, bitte! Genossen, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammengekommen sind und dass ich mich nochmal persönlich bei euch vorstellen kann. Wir hatten ja schon die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und deswegen möchte ich auch direkt auf den Punkt kommen. Wir wollen im September doch eine Wahl gewinnen und das gegen alle vermeintlichen Bundestrends. Es geht darum, heute eine Person aufzustellen, die das Ruder rumreißen kann.
Eine Person, die die besten Chancen auf Erfolg hat. Eine Person, die an die Erfolge der letzten Kommunalwahl anknüpfen kann. Als Seelsorgerin und als Kommunalpolitikerin bekomme ich tagtäglich mit, wie es den Menschen im Bergischen Städtedreieck geht. Ich bewerbe mich um meine Bundestagskandidatur, weil ich gerade jetzt in dieser schweren Zeit einen Unterschied machen möchte. Mit mir als Kandidatin bekommt ihr eine gut ausgebildete, konfessionell vernetzte Frau mit internationaler Berufserfahrung. Viele Jahre habe ich mich auf ein solches Amt vorbereitet. Lasst mich erzählen, wie alles gekommen ist. Nach meinem Abitur am Gertrud-Bäumer-Gymnasium in Remscheid habe ich zuerst an der Bergischen Universität Sozialwissenschaften studiert. In der Zeit wurde auch mein Sohn Noah geboren, der mittlerweile schon 19 Jahre alt ist und auch heute hier ist. Ich bin sehr stolz auf dich. Im Anschluss an mein Studium der Sozialwissenschaften bin ich mit einem Stipendium in der Tasche und einem Kleinkind auf dem Arm nach Leeds in England gezogen, um dort in internationalen Beziehungen zu promovieren. Am Ende meiner Promotion folgten 4 Jahre als beigeordnete Sachverständige bei der UNO in Genf, wo ich zum Thema Bevölkerungsalterung gearbeitet habe. Nach insgesamt 8 Jahren im Ausland hat es mich aber wieder zurück zu meinen Wurzeln in meiner Heimatstadt gezogen. Liebe Genossinnen und Genossen, auch das ist eine Erfahrung, die mich zu einem Bundestagsmandat motiviert. Die starke Verwurzelung im Bergischen einerseits, aber andererseits auch die Offenheit für die Themen dieser Welt. Ich möchte das, was uns als Bergische ausmacht und wofür unser Herz schlägt, gerne nach Berlin tragen und mit meiner ganzen Kraft für unsere Interessen kämpfen. Nach 4 Jahren im Ausland und in unterschiedlichen politischen Organisationen war es für mich wichtig, noch einmal eine andere Perspektive auf das Leben einzunehmen. Deshalb habe ich mich mit Anfang 30 nochmal für ein Studium der evangelischen Theologie entschieden und das auch abgeschlossen. Als Vikarin habe ich in der Krankenhausseelsorge beim Konfirmandenunterricht, bei Beerdigungen und beim Religionsunterricht in der Schule sehr persönlichen Kontakt zu unterschiedlichen Menschen. Nah zu sein bei den Menschen, das erfüllt mich, sei es als Theologin oder sei es als Kommunalpolitikerin. Meine Eindrücke und gute Vernetzung möchte ich in dieses Mandat einfließen lassen. Vor ein paar Tagen titelte das Solinger Tageblatt: Die Schlangen an den Suppenküchen werden immer länger. Liebe Genossinnen und Genossen, das berührt mich sehr. Und ich finde, das darf nicht sein. Meine Gemeinde gibt jeden Montag Lebensmittel für Menschen in Not aus. Und auch als Kommunalpolitikerin besuchte ich schon die Remscheider Tafel und auch die Notschlafstelle für wohnungslose Menschen. Diese Besuche liegen mir immer schwer im Magen. Auf der einen Seite finde ich es unbedingt notwendig, die akute Not von Menschen zu lindern. Aber auf der anderen Seite kann es doch nicht sein, dass wir in einem so reichen Land wie Deutschland immer noch Suppenküchen brauchen. Als Politikerin möchte ich dafür kämpfen, dass die Not in dem Maße erst gar nicht aufkommt. Wir müssen wieder erkennbar dafür stehen, dass wir Menschen nicht in Armut abrutschen lassen. Wir brauchen einen deutlich höheren Mindestlohn. Wir brauchen flächendeckende Tarifverträge in jeder Berufsbranche. Wir brauchen eine deutlich höhere Grundrente. Wir als SPD sind im Bergischen Städtedreieck mit 2 männlichen Oberbürgermeistern, 4 männlichen Landtagsabgeordneten und mit Helge Lindt als männlichen Bundestagsabgeordneten sehr gut vertreten. Ich arbeite mit allen sehr ausgesprochen gerne zusammen. Aber gerade die vergangene Kommunalwahl hat gezeigt, dass sich Teamwork und Geschlossenheit auszahlt. Und eine gerechte Politik davon lebt, dass sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen einbringen können. Aus diesem Grund finde ich, dass es der SPD als Fortschrittspartei gut zu Gesicht stehen würde, in diese Bundestagswahl mit einer Frau zu gehen. Ich möchte Teil unseres SPD-Teams sein, das hier im Bergischen und darüber hinaus für sozialdemokratische Politik kämpft. Und bitte euch dafür heute um eure Unterstützung. Vielen Dank.
Guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. In 198 Tagen ist Bundestagswahl. Allein schon, dass wir hier erst knapp 30 Wochen vor der Bundestagswahl über den Bewerber für Wahlkreis 103 entscheiden, zeigt die Dramatik der Situation. Nach wie vor hat die Corona-Pandemie das gesellschaftliche wie das politische Leben fest im Griff. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Ingo Schäfer, ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter und bin vom Beruf Feuerwehrmann. Die meisten von euch kennen mich, bereits 2017 habe ich für den Bundestag kandidiert. Ich möchte in diesem Jahr erneut kandidieren und weiter dafür kämpfen, unseren gemeinsamen Wahlkreis zu gewinnen. Remscheid, Solingen, auch die beiden Wuppertaler Wahlkreise, Ronsdorf und Kronberg brauchen dringend eine lautere, stärkere, für ihre Interessen in der Städteregion kämpfende Stimme in Berlin im Bundestag. Ich will für die SPD in Solingen, in Remscheid, in Wuppertal, Ronsdorf und Kronberg das Direktmandat holen. Deshalb stehe ich heute hier und bitte um eure Unterstützung. Als Feuerwehrmann mit Leib und Seele kümmere ich mich täglich um den vorbeugenden Brandschutz. Das sind Präventivmaßnahmen, die der Verhinderung eines Brandes im Vorfeld dienen. Auch die Politik, auf die Politik übertragen, stellt sich hier die Frage, wann, wenn ich jetzt in der Hochzeit der weltweiten Pandemie, müssen wir die Weichen stellen, damit alle Bürgerinnen und Bürger besser geschützt und versorgt sind, damit wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben wieder aufblühen kann. Corona legt wie ein Brennglas alte und neue Themen offen. Mehr als jemals zuvor beschäftigten sich die Menschen mit den Themen, die erst durch die Pandemie im Zentrum der allgemeinen Wahrnehmung bei den Menschen gerückt sind. Dabei werde ich mich heute auf ein paar Schwerpunkte konzentrieren. Ich trete für eine offene, tolerante Gesellschaft ein. Alle Menschen haben das Recht, in Würde, in Freiheit und selbstbestimmt zu leben. Ich werde dafür kämpfen, dass niemand aufgrund des Geschlechtes, der Hautfarbe, Herkunft, einer religiösen, politischen oder sexuellen Einstellung und Lebensweise in unserer Heimat, in unserem Land, in unserer Republik diskriminiert und benachteiligt wird. Ich trete entschieden gegen Rechtsextremismus und zunehmender Antisemitismus ein. Rassismus und alle Formen von Rechtsextremismus müssen aufgedeckt und thematisiert werden. Ohne Wenn und Aber. Ein Austausch mit AfD-Abgeordneten schließe ich kategorisch aus. Den Stolz und das Selbstbewusstsein unserer drei Städte werde ich nach Berlin tragen und dort für unsere berechtigten Interessen kämpfen. Ihr könnt versichert sein, dass ich in den nächsten 4.752 Stunden des Wahlkampfs alles geben werde, damit wir dieses Direktmandat gewinnen. Der uns vorliegende Bundestagswahlkampf wird kurz und hart. Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir auch hier vor Ort geschlossen auftreten. Das hat der Kommunalwahlkampf im letzten Jahr gezeigt. Die SPD hat im Städtetag nicht umsonst gut abgeschnitten. Authentisches Auftreten, ernsthaftes sowie stetiges Werben wird von den Wählerinnen und Wählern honoriert. Bereits der zweite Wahlkampf 2017 hat neue Standards gesetzt und wir haben neue Formen von Kommunikation mit Wählerinnen und Wählern gefunden. Darauf können wir aufbauen. Wie ihr wisst, bin ich ein sehr aktiver Wahlkämpfer, immer persönlich ansprechbar und ich stehe für eine authentische Sozialdemokratie. Ich baue auf eure Unterstützung und Solidarität, weil nur gemeinsam sind wir stark. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Glück auf. Jeder Delegierte hat eine Stimme. Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen und gültigen Stimmen auf sich vereint. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt ein Ergebnis. Es gab 2 Enthaltungen. Auf Stefanie Blut entfielen 24 Stimmen und auf Ingo Schäfer entfielen 32 Stimmen. Der Kandidat Ingo Schäfer hat die Mehrheit damit erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, meine erste Frage, Ingo, richte diese Wahl an. Ja, ich nehme das. Vielen Dank. Wir, und ich sage das nochmal, möchten uns ausdrücklich bei euch bedanken. Wir haben für jeden von euch einen kleinen Blumenstrauß, den jetzt Christine in ihrer Gesamtheit in der Hand hält. Ja? Und komm, Servet, du darfst einen überreichen, Christine darf überreichen.